Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen, hier zurück zu Project Zomboid. Wir haben beim letzten Mal hier zum ersten Mal außerhalb gepennt. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben es überlebt, zumindest diese erste Nacht, wie mir scheint. Ich gucke mich jetzt hier gerade eben erstmal ganz, ganz kurz mal um. Was ich ganz, ganz gerne vorhabe, wir haben da drüben einen Generator. Den hole ich jetzt hier mal rüber, Freunde. Ich möchte sehr, sehr gerne gucken, dass wir hier noch ein bisschen Strom reinkriegen in die gute Stube. Und die Zelte, die wir haben, dementsprechend nutzen. So, hier sieht alles ganz gut aus. Genau, wunderbar. Hier gibt es sogar einen Kühlschrank. Oh, wie genial. Das können wir alles hier noch rübertragen. Also als allererstes müssen wir jetzt hier diesen Generator. Wie gesagt, der Generator hier hat Generator-Info. Kein Brennstoff, aber ist im Top-Zustand. Wir nehmen diesen Generator jetzt. Der wiegt 20 Kilo. Und kann ich das Ding hier auch noch tragen? Moment. Ach, der enthält Gegenstände? Ach ja. Weil der ist nämlich nicht so schwer. Ja. Wir tragen jetzt einen Generator. Und einen kleinen Kühlschrank. Ist okay für mich. Bisher, da müssen wir nur einmal laufen. So sehe ich das gerade eben. Okay, wir haben beim letzten Mal auch schon mal ein bisschen was gescoutet Richtung Osten. Weil das das klassische Gebiet ist, wo wir spielen und wo ich gerne mit euch hin will. Ich bin jetzt am Überlegen, wo ich jetzt den Generator aufstellen soll. Ich würde sagen, wir stellen den Generator tendenziell eher hier auf. Hier in dem Gebiet. Und werden dieses Gebiet jetzt hier mit Strom versorgen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir das Ding jetzt hier hinmachen. Generator fallen lassen. Dann Generator anschließen. Ich weiß ja noch nicht, wo wir den anschließen, aber wir haben ihn jetzt offiziell angeschlossen. Okay, hier. Ich könnte sowas wie eine Küche einrichten. Hier auf dem Scheißhaus. Wäre zumindest eine Idee. Ich frage mich, ob das Zeug jetzt hier auch Strom hat. Betten gäbe es hier auf jeden Fall. Ich würde am allerliebsten jetzt hier. Hier drin ist doch, glaube ich, ein bisschen wärmer als draußen. Irgendwo pennen. Hier gäbe es sogar wirklich Licht. Ja, komm, das machen wir. Also ich möchte den Kühlschrank hier haben. Wir werden jetzt diesen Kühlschrank jetzt hier platzieren. Dahin. So, dann haben wir jetzt hier schon mal den Kühlschrank. Das Problem ist bloß, ne, noch hat er keinen Saft. Ladidadida. Wir wissen Bescheid. Wir wissen, was Phase ist. Zum Beispiel wieder gemäßigt angeschränkt und klamm. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ding jetzt hier anschließen. Es könnte aber gut sein, dass es zu weit weg ist. Haben wir noch Benzin da hinten drauf? Nein. Momentan nicht. Habe ich hier Benzin dabei? Oder habe ich es im anderen Auto? Ich muss gerade eben mal einfach mal alles wieder mal durchgucken. Nee, ich gucke gerade eben nach roten Dingen. Weil rot ist ja schließlich auch die Farbe eines Benzinkanisters in diesem Spiel. Und deswegen achte ich jetzt hier beim Durchscrollen einfach mal nur auf rote Farbe. Buch. Nee, das war's auch nicht. Da. Zwei leere Benzinkanister. Toll. Ich glaube, die Karre da drüben könnte noch was in diese Richtung haben. Hast du noch Sprit dabei? Ja, wir haben Sprit dabei. Also, wir nehmen das jetzt hier mal an uns und befüllen den Kollegen. Wir werden auf jeden Fall nochmal Benzin holen müssen. Aber das wird weniger das Problem sein. So, dann Treibstoff hinzufügen. Wie viel hat er jetzt? 100%. Gut, dann schalten wir ihn mal ein. Und auf einmal hat das Ding hier drin Strom. Guckt euch das mal an.
Das Ding hat jetzt Strom. Hat es bis da hinten Strom? Gilt das als ein Gebäude? Ne, da hinten ist kein Strom. Verdammt. Verdammt, das ist zu weit weg. Also jedes Zimmer zählt einzeln. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Also nochmal ausschalten. Und es gibt einen Grund, warum ich das da drüben haben will. Weil ich da drüben mein Bett reinbauen möchte. So, dann nehmen wir den Generator wieder. Ich möchte da drüben mein Bett haben. Also, dann droppen wir den Generator jetzt einfach mal hier. Wo ist er? Da ist er. Fallen lassen. Anschließen. Einschalten. In dieser Waffenkammer dort drüben. Da haben wir die luxuriöse Ausgangslage, dass hier Gitter sind. Und deswegen möchte ich da drin schlafen. Ihr könnt mir folgen, ne? Das macht Sinn. Kann ich das Bett aufheben? Wahrscheinlichkeit zu zerbrechen 30%. Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Hier könnte man es reinstellen. Also wir versuchen es aufzuheben und dann sehen wir weiter. Ich brauche einen Hammer dafür. Oh Mann. Ich muss jetzt irgendwie den Hammer herbekommen dafür. Schade, dass man diese Dinger hier nicht wegmachen kann. Habe ich einen Hammer hier oder nee, den habe ich glaube ich auch wieder auf einem der Fahrzeuge, ne? Kreuzschlüssel, nee, damit fange ich gerade nichts an. Hier, Moment, hier habe ich doch bestimmt einen Hammer irgendwo. Irgendwie nach H? Nee. Ich würde mir wünschen, ich könnte hier nach Sachen suchen, aber das ist, glaube ich, nicht drin. Aber ich kann nach Kategorie ordnen, auf jeden Fall. Warte mal, ist das alles Unterhaltung? Unterhaltung, Erste Hilfe. Nahrungsmittel, Haushalt, Literatur, Material. Ich ordne mal wirklich nach sowas hier. Nee, Munition brauche ich nicht. Unterhaltung, Erste Hilfe, Nahrung. Gartenbau, nein. Dachscheinwerfer, Literatur, Material. Waschbär. Da, jetzt kommen wir zum Werkzeug. Ne? Also, da ist ein Hammer. Wir stecken einen Hammer ein. Wir stecken auch wieder einen Schraubenzieher ein. Könnte also gut sein, dass wir das jetzt hier demnächst mal brauchen. Mann, wie lange braucht der Junge eigentlich von der gemäßigten Anstrengung wieder runterzukommen? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall genügend Betten, falls es jetzt hier nicht klappen sollte, die wir alle verschleißen können, wenn wir das wollen. So, dann versuchen wir es. Tischlerei haben wir auf jeden Fall einen hohen Wert. Es jetzt kaputt oder haben wir es? Ah, ne, wir haben es. Gut. Wir haben das Etagenbett. Geil. Dann kann ich das hoffentlich jetzt wieder aufbauen. Gegenstand platzieren. Ne, warte mal. Hä? Wie baue ich jetzt ein Etagenbett wieder auf? Objekt platzieren? Ah, da. Wie mache ich das jetzt hier? Hä, warum geht das nicht? Um das Objekt zu drehen. Ich habe doch alles, was dafür notwendig ist. Okay, ich verstehe nicht, warum ich das nicht platzieren kann. Vielleicht drehen und dann irgendwie platzieren?
Nö, ich kann es nicht platzieren. Ich weiß nicht warum. Bin gerade wirklich ein bisschen überfragt, warum ich das jetzt gerade eben nicht kann. Vielleicht ist es zu groß für diesen Raum, aber da ist es ja auch reingegangen. Haben wir keine Feldbetten oder sowas hier in der Umgebung? Ich befürchte nicht. Ich hasse es, dass es jetzt hier die ganze Zeit so regnet. Ah, vermaledeit nochmal. Ja, hier ist kein Strom, nur da drüben ist Strom. Ich sammle jetzt mal kurz mal die ganzen Munitionssachen ein, ne, damit die nicht dämlich in der Gegend rumstehen. Die müssen jetzt nicht hier sein. Das hier brauche ich nicht. Ein Waffengurt. Ne, den brauchen wir nicht. Zielfernrohr auch nicht. Ich brauche eigentlich jetzt erstmal nur Munition. Die will ich jetzt auf jeden Fall schon mal haben. Weil alles andere kann mir eigentlich gerade eben egal sein. Auch hier nehmen wir Munition mit. Hier nehmen wir Munition mit. Die lagern wir alle woanders. Oh, ein Patronengürtel. Moment. Ist das dasselbe gerade gewesen? Waffengurt. Reduziertes Gewicht. Aber warum nur bei diesen Waffen? Das leuchtet mir gerade eben nicht so hundertprozentig ein, dass es nur bei diesen MSR-Gewehren das Gewicht reduziert. Ich sehe da den Sinn irgendwie nicht so richtig. Naja, wie dem auch sei. Wir lagern jetzt mal die Waffen zentral. Denn ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben werden, ne? Also es kann sein, dass wir schnell hier weg sind. Es kann sein, dass wir noch eine Weile brauchen. Fürs Erste auf jeden Fall ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir erstmal einen gewissen Überblick haben. Oder wisst ihr was? Wo wir gerade bei zentraler Lagerung sind, warum nicht einfach alles da reinpacken? Das ist unsere zentrale Lagerung. Ganz klar. Was ist mit dem Ding denn los? Bitte bleibt da oben. Bitte bleiben Sie da oben. Da sind Sie gut aufgehoben. Boah, wir sind schon bei 400 irgendwas. Holy moly. Da ist eine Menge Zeug schon drin. 426. Aber das kriegen wir trotzdem alles noch rein. Vierhundertsechsunddreißig, 437, 438. Da ist eine Menge Shit jetzt drin, ich sag's euch. Warum muss es jetzt eigentlich die ganze Zeit regnen? Bin nicht begeistert davon. Ich setze mich jetzt hier kurz mal. Oder kann ich. Hinliegen kann ich nicht. Ich kann mich nur ausruhen. Ruhe mich jetzt hier kurz mal in diesem Bett aus. Na, ich will, dass wir jetzt hier nicht mehr angestrengt sind. Das nervt gerade ein bisschen, dass wir so angestrengt sind. Jetzt ist das endlich vorbei. Das Elend. So, jetzt können wir noch mehr Zeug hier rausholen. Wir werden aber gar nicht alles mitnehmen können, ist die Erkenntnis, die ich jetzt hier rausziehe. Wobei Munition natürlich schon absolut essentiell wäre. So, noch mehr Schrotpatronen, wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich mit den Schrotpatronen umgehen soll. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zombies nicht an die Gitter kommen, ist Schrot leider nur halb so nützlich, wie man meinen sollte. Eine Menge 5,56 mm. I like what I see. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen besser werden, um damit so richtig schön Party machen zu können. So, wunderbar. Hier raus. Und jetzt räumen wir so viel da drüben rein, wie nur geht.
Okay. Gerade eben wünschte ich mir ehrlich gesagt, ich könnte hier irgendwie in einem Unterstand stehen. Gott, ist das viel Zeug. 447, 48, 49, 50, 51, 52. 53. Ich glaube, das war's. Mehr geht in dieses Ding hier nicht rein. Nee, mehr geht hier nicht rein. Das Ding hier ist voll. Das heißt, das nächste, was ich eigentlich jetzt nur noch tun kann, ist den Kollegen hier weiter beladen. So. So viel Munition hier hinten rein, wie nur geht. Wunderbar. Wo habe ich hier noch Gewicht? Hier habe ich noch ein bisschen Gewicht. Okay. Wir haben langsam aber sicher wieder Durst. Ich habe doch eine Wasserflasche irgendwo. Na, Wasser ist jetzt hier eine gewisse Herausforderung. Hier, Bourbonflasche mit Wasser. Nehmen wir erstmal die. Und zum Essen. Wie sieht es mit Essen aus? Muss er gerade eben essen? Ne, wir fangen jetzt an abzunehmen. Das ist in Ordnung, weil 90 Kilo halt echt ein bisschen viel war. So, dann würde ich mal sagen, also nee, ich lasse die Karre jetzt hier gerade eben nochmal stehen. Ich kann, also das ist jetzt erstmal die Karre, in der wir dann auch schlafen, weil der Plan hat ja leider nicht geklappt. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Strom, aber wenn ich sowieso in diese Richtung jetzt fahren werde, was ich jetzt vorhabe, kann ich auch nochmal die Kanister mehr überprüfen. Da hier genau, die zwei leeren Benzinkanister. So viel Benzinkanister mitnehmen, wie nur geht. Warte mal, ich habe doch eigentlich eine Mod, dass ich hier... die Fässer mit sowas befüllen können. Ja, ich habe nämlich eine Mod, mit der ich die Fässer füllen kann, Leute. Das ist kein Witz. Das geht normalerweise nicht, das ist eine Mod. Ich weiß gerade eben leider nicht mehr, welche das ist. Aber ich habe eine solche Mod. So, dann die ganzen Benzinkanister hinten drauf. Auch die, die wir füllen müssen. Erst recht die, die wir füllen müssen. Okay, dann holen wir mal die Waffe jetzt hier raus. Dann nehmen wir das Ding jetzt hier mal beidhändig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich die Machete gerade eben nicht mehr brauche. Das hier kommt an den Rücken. Und die Hälfte der Magazine räume ich mal kurz mal dahin, ne? Wegen Gewicht und so weiter und so fort. Also, dann machen wir den Motor an. So, jetzt wollen wir hier raus. Man kann sich ja nicht sicher sein, was sich dahinter versteckt. Ich weiß, dass da draußen noch einer rumläuft. Und den müssen wir jetzt finden. Können wir irgendwo hier auf der Straße verloren haben. Aber wir können auch schon wieder irgendwo hingewandert sein. Oh, da ist er. Erledigt. Malle der Streuner hier. Dass sie mir plötzlich irgendwann mal eines Morgens gegen die Tür hämmert oder sowas. Das könnte ich überhaupt nicht brauchen. Okay, also nochmal ein paar Sachen müssen wir holen. Unter anderem Benzin. Denn wir wissen nicht, wie schwer es sein wird, woanders noch Benzin herzubekommen. Ich würde absolut auf Nummer sicher gehen.
Wir machen das hier schnell mal an. Einschalten. Sieht alles ganz gut aus. Ach Gott, ich habe es doch hinten drauf geladen, ne? Ich hab das da hinten drauf geladen. Oh, nicht so viel sprinten, Mann. Das ist gefährlich. Also gut. Wo haben wir's? Befülle. Nein. Kraftstoffe nehmen alle befüllen. Nee. Nur die Dinger. Nicht die Flasche. Ich möchte es nicht in der Flasche haben. Da kann jetzt halt jederzeit was kommen, ey. Aber ich glaube, wir sind immer noch safe. Einen noch. Okay. Gut. Dann schnell rüber. Die Dinger eingeladen. Den auch schneller reinladen. Das waren alle. Gut, dann können wir das hier wieder deaktivieren. Ausgezeichnet. Wir sind leider jetzt schon wieder müde. Ja, das hilft uns nicht wirklich. Okay, ich wäre jetzt immer noch dafür zu sagen, dass wir noch mal ein paar Fressalien holen. Oh, warte mal. Irgendwie kann man sich eine Kühlbox herstellen. Oh Gott, ich weiß nur nicht mehr wie. Irgendwie konnte man sich eine Kühlbox herstellen. Doch eine Mod, die ich habe, meine ich. Mir hat sogar mal vor einem Monat oder so jemand auf dem Discord gepostet, aber ich weiß es nicht mehr. Ja gut, die Frage ist, ob ich überhaupt diese Kühlbox-Sachen brauche. Nein, warum ich jetzt hier bin, Leute, ist ein ganz, ganz anderer Grund. Wir brauchen jetzt Farmers-Zeug, das muss jetzt ja auch noch alles mit. Oh, da ist ein Zombie! Wo kommst du denn her? Hallo? Na toll, ich hatte die Waffe nicht in der Hand. Ich hatte die Waffe nicht in der Hand und deswegen habe ich nicht auf ihn schießen können. Ihr seht, ne? Einzelne von denen sind hier noch unterwegs. Einzelne von denen sind hier unterwegs und es gefällt mir ganz und gar nicht. Aber ich glaube... Jetzt ist er weg. Okay, ich tue mal kurz mal die Waffen hier auf den Beifahrersitz. Schnappe mir wieder meine Machete. Welch schöne Ironie. Dass wir wieder hier sind. Tja, also ich werde alles mitnehmen an Saatgut. Aber sowas von. Immer noch die Sprühflasche. Ich weiß nicht, ob ich noch genügend davon habe. Die Kelle nehme ich mit. Ich glaube, Landwirtschaft Band 3 ist auch kein Fehler. Band 1 werden wir nicht mehr brauchen. Die haben halt, ihr seht, ne, das ist alles Copy-Paste. Das ist immer wieder das Gleiche hier. Eine Laubharke. Nee, das brauchen wir nicht. Hier nochmal Erdbeersaatgut. Ah, Landwirtschaft Band 4. Nur für den Fall. Was haben wir da noch Schönes drin?
Gießkanne. Ja, wir brauchen sowas wie eine Gießkanne, auf jeden Fall. Das Wichtige ist halt das gesamte Saatgut. Haben wir noch mehr Saatgut hier? Handsense. Kelle Schaufel. Ich nehme noch mal eine Schaufel mit. Da gibt es noch mehr Saatgut. Was? David, der Gnom. Bitte was? Okay. So. Okay, wir haben alles, glaube ich, was die jetzt hier haben, oder? Ich gucke nochmal vorsichtshalber in ihrem Lager. Ich muss bloß aufpassen, weil es ein gefährliches Lager ist. Es ist offen. Dünger. Oh ja. Also man braucht Dünger nicht unbedingt, aber wenn man ihn haben kann, dann sollte man ihn mitnehmen. Und nochmal ein paar Sandsäcke. Ne, die Sandsäcke brauche ich nicht. Also, dann sind wir. Ich glaube, das ist David, der Gnom, der da drüben rumsteht. Also, jetzt all der ganze Shit da drauf. Inklusive der Dünger. Die Bücher, Gartensprühflasche, Gießkanne. Gartensprühflasche, wie gesagt. Geht das nicht mehr drauf? Oh ne, das Ding ist voll. Okay, wir haben zu viel Zeug. Es ist zu viel. Das ist ein Problem. Wir werden irgendwann mal danach gucken müssen. Ich mache jetzt erstmal hier wieder hoch. Das heißt jetzt aber auch, dass ich nicht noch mehr von zu Hause mitnehmen kann. Also gut. Das war jetzt ja die zweite Fuhre. Ich würde mir manchmal wünschen, wir hätten noch mehr Möglichkeiten. Aber die sehe ich, wie gesagt, gerade eben noch nicht. Ach, wie vor, das Ding hier würde mich so reizen. Nee, aber ich glaube nicht, dass wir es mitnehmen können. Das ist halt das Problem. Ich glaube nicht, dass es geht. So, wir ermüden wieder. Ehrlich gesagt der Meinung, dass ich sogar glaube, dass ich einfach so ohne Probleme in einem Bett schlafen kann dort. So. Wie lange noch? Ach, da kommen ja immer diese Schilder hier, ne? Genau hier. Jetzt weiß ich, dass ich hier rüber muss. So grob zumindest jetzt hier rüber muss. Wunderbar. Auf. Auf, habe ich gesagt. Und wieder zu. Gut, 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 gut. Ich parke jetzt absichtlich hier, damit ich die Sachen jetzt hier von A nach B transportieren kann. Kann ich den hier aufmachen? Ja, den kann ich hier aufmachen. Kann ich beide nebeneinander haben? Nee, ich kann nicht beide nebeneinander haben, aber ich kann jetzt all diese Dinger hier nehmen. Und versuchen da drüben reinzuräumen. Inklusive des Düngers. Der Gartensprühflasche. Ja, von Anfang reicht das schon mal. Und jetzt kommt das hier alles rein. Der Scheiß, der muss halt mit. Gießkanne, Gartensprühflasche, Kelle, die Bücher und der Dünger.
Theoretisch könnte ich all diese Sachen halt auch noch in irgendwelchen Taschen verpacken und normalerweise reinräumen. Dann würde ich noch mehr reinkriegen. Verschachtelungstaktik könnte man anwenden im Notfall. Was haben wir hier noch? Ah ja, auch noch ein bisschen Dünger, okay. Okay, wir sind hier ready. Wie sieht es aus mit dem Essen? Ich glaube, wir sind inzwischen schon sehr hungrig. Ich würde mir wünschen, dass es mal aufhört zu regnen, verdammte Axt. Es hört einfach nicht auf zu regnen. So, wir essen jetzt hier mal eine Dose Pfirsiche oder zwei. Alle beide. Das ist jetzt unsere heutige Nahrung. Pfirsich in der Dose. Ist immer noch am Abnehmen, ne? So 85 Kilo wäre jetzt hier das Gewicht meiner Wahl. Nom nom nom. Rein mit dem Scheiß hier. Und damit, meine lieben Freunde. Ja, wir sind schon wieder sehr müde. Können wir uns eigentlich de facto schon wieder hinlegen. Und dann uns beim nächsten Mal überlegen, ob wir versuchen, doch noch irgendwie da reinzukommen. Oder zu erkunden. Ich denke, wir erkunden beim nächsten Mal lieber noch ein bisschen. Das heißt also, es geht weiter nach Osten. So. Ach so, Moment. Bevor er noch schläft, ne? Nicht, dass er jetzt hier noch die Nerven verliert. Darf er natürlich noch eine quarzen. Danach räumen wir das Ding hier noch schnell mal auf. So, brups. Und dann wird gepennt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, Freunde. Ne? Tschüss und Ade.